Liebe Freundinnen und liebe Freunde, weil Deutschland nicht auf Dauer von den Mutlosen regiert werden darf, zulasten der Zukunft machen. Weil die FDP wieder die Partei der verantwortungsbewussten und freiheitsliebenden Bürgerinnen und Bürger werden muss, die dem Maßstab in Inhalt, Stil und Umgang untereinander auch wieder selbst entspricht. Und weil ich nicht tatenlos zusehen kann, wie andere Parteien auch am heutigen Tag den Versuch unternehmen, sich unserer liberalen Idee zu bemächtigen, um sie danach zu verfälschen und zu verformen. Deshalb bewerbe ich mich heute als Parteivorsitzender unserer FDP. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Soeben hat mich der Parteivorstand meiner Partei als Kanzlerkandidaten und künftigen Parteivorsitzenden vorgeschlagen. Hallo. Das ist ein bewegender Moment für mich. Ich bin froh, dass ich diesen Moment mit euch hier teilen darf. Es ist ein großartiges Bild hier von der Bühne aus. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass das so viele Menschen, Freunden, Freundinnen, Genossinnen, Genossen und Gästen, es ist schön zu sehen, dass das Rathaus so gefüllt ist und mit so guter Stimmung den Auftakt beginnt. Ich frage mich, was der Heiland zu der Entgleisung namens Schulzzug zu sagen hat. Und Herr Schulz in Europa, das war doch ein Anwalt von im Zweifel immer mehr Brüssel, immer weiterer Vertiefung, immer mehr Zentralismus. Und ich glaube, Europa müsste eigentlich eher einen Neustart organisieren aus der Idee der Durchsetzung des Rechts. Wieder mehr Verständnis auch für regionale und nationale Besonderheiten. Mehr Flexibilität, also Einheit in Vielfalt. Und Herr Schulz steht eher für das Gegenteil. Also mir ist der Kurs unter Martin Schulz unklar. Und genauso unklar ist mir die angeblich neue Machtperspektive der SPD. Der Heiland schießt scharf. Ich hoffe, dass dies den Schulzzug nicht zu sehr mitgenommen hat. Stop it! Stop! No! Just stop it!